War halt heute auch als Gladbach-Fan natürlich Kommerz gegen Tradition, so, weißt du, und alle haben euch die Daumen gedrückt, egal ob Bayern-Fan oder nicht. Aber jetzt ist Kommerz weiterhin Platz 2, glaube ich noch, und dicht an den Fersen. Ist das nervig, dass man mit Geld so weit hochkommt, oder sagst du, es gehört zum Geschäft? So, Kommerz und Tradition trennen sich heute 0 zu 0. Es war eher ein langweiliges 0 zu 0, wenn man sagen darf. Auch wenn die großen Chancen auf beiden Seiten da waren. Sowohl zum Beispiel Müller als auch Timo Werner hätten sicherlich die Partie entscheiden können. Im Endeffekt geht es jetzt weiter, beide dran, Kopf an Kopf. Es wird immer weiterhin spannend. Keiner möchte sich wirklich an den ersten Platz etablieren und dort Punkte sicher machen. Und somit ist die Bundesliga weiterhin spannend, trotz der Niederlage zum Beispiel von Borussia Dortmund. Kann ich dich gleich was fragen, Digga? Ey, das ist langweiliges 0 zu 0 heute, oder? Mega langweilig. Warum? Ihr hattet da die großen Chancen. Auch so wie RB Leipzig zum Beispiel. Aber hey, wenn Müller alleine auf den Tor zuläuft, warum macht er das Ding nicht rein? Ja, wenn es dumm läuft, macht der Werner das 1-0. Sie waren relativ müde, finde ich. Ja. Was hat das Spiel heute von Bayern? Warum war das so geprägt von eher, ja, mir kam die Spieler nicht so fit vor? Eben, wie ich gesagt habe, schon relativ müde. Müde von was? Gute Frage. Vielleicht vom Hoffenheim, denke ich, ja, eben. Denkst du, das DFB-Pokal war schon etwas härter als gedacht? Denke ich, ja. Das war eigentlich so ein 6-Punkte-Spiel, meiner Meinung nach. Hättet ihr gewonnen, ja, wäre das schon eigentlich auf und davon weiterhin. Sehr guter Schritt zur Meisterschaft gewesen, ja. Ja, aber jetzt bleibt die Bundesliga weiterhin spannend. So muss es auch sein. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall Deutscher Meister. Achte mal in Folge. Läuft. Läuft auf jeden Okay. Fall. Okay. Ja, auf jeden Fall. Chancen waren auf beiden Seiten da. Ganz klar. Gutes Sprichwort. Auf beiden Seiten. Ja, muss man leider auch sagen. Aber ich war nicht eiskalt. Also. Ja, das stimmt. Goretzka hatte eine hundertprozentige Chance. Die hätte er machen. Wir müssen es immer übertrieben gesagt. War auch gut gehalten, muss man auch sagen. Ja, gut. Werner hatte ein, zwei gute Chancen. Auch ganz klar. Yeah. Magst du eher so ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ja, sollte ich dabei sein? Es war schon ein 6-Punkte-Spiel heute. Ja, auf jeden Fall, 6-Punkte-Spiel war es, auf jeden Fall. Aber naja, gut, als Bayern-Fan ist man natürlich schon gern Meister mit vielen Punkten Vorsprung. Aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen, spannend für die Bundesliga, spannend Spieltag für Spieltag, auf jeden Fall. Also schade, glaube ich, nicht. Hat man so Müdigkeit, das habe ich jetzt wahrscheinlich alle gefragt, aber war die Müdigkeit von TSG Hoffenheim zu spüren, gegen TSG Hoffenheim das Spiel? Boah, ein bisschen. Es wurde schon knapp am Ende gegen die Hoffenheimer. Ein bisschen bestimmt, ja. 2 Spiele in einer Woche oder 3 sogar, also 3 Spiele. Ist immer zu spüren, ganz klar. Aber ich denke eigentlich nicht. Die hatten genug Zeit, sich auszuholen, die Jungs. Deswegen, ich meine, Leipzig ist auch eine gute Mannschaft. Man darf es nicht vergessen, die Erste gegen Zweite, das ist immer eng Spiel, deswegen. Coman ist jetzt fit, man hat jetzt mehr Optionen. Ja, wo würdest du ihn in Zukunft setzen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gute Frage. Ja, ich würde Müller auf die 10 setzen, Coman und Gnabry auf der Außen. Also Müller nicht raus? Nee. Ah, okay. Ja, nee, ist meine Meinung. Lewandowski vorne, so würde ich spielen. Aber der Hansi macht das echt gut, deswegen. Alles klar. Geiles Spiel. Geiles? Geiles Spiel, ja. Geiles Spiel. Leider haben 3 Punkte gefehlt. Wichtige 3 Punkte. Scheiß Schiri. Findest du? Ja, der Elfer hätte schon sein können, aber der erste Elfer Halbzeit war vorher abseits, das war das Problem. Es war ein Elfer wahrscheinlich, aber vorher war abseits. Ja, aber das Ding ist, so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, hätten wir die zweite auch starten können, dann wäre es vielleicht anders, aber ein bisschen Pech gehabt. Aber ja, die haben ja eh nichts hinbekommen, die Leipziger Jungs. Gruß gegen wen spielt ihr als Timo Paderborn, Werner, oder? Gruß an dich. Köln auswärts. Timo Werner, Gruß an dich, danke für den Übenschießer. Perfekt. Die hatten schon große Chancen, Digga. Was große Chancen? Und Sabitzer auch. Also in der ersten Halbzeit sind nicht mal über die Linie gekommen. Ja, aber in der zweiten Halbzeit, am Anfang zweiter Halbzeit. In der Halbzeit hatten wir aber auch Pech. Also ist die Frage, hatten die Glück oder wir Pech? Ihr habt beide Glück, sag ich mal. Das war schon ohne heute wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen und wirklich Augenhöhe, oder findest du nicht? Augenhöhe war es auf keinen Fall. Echt? Erste Halbzeit haben wir schon gezeigt, wer hier, man sieht es ja, wer hier im Haus ist. Ja, ist euer Haus natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber magst du eher so Kopf-an-Kopf-Rennen oder darf das schon ein bisschen hier Abstand sein? Also eigentlich ist Leipzig schon stärker, aber heute hat es nicht gereicht für die, aber leider für uns auch nicht, das Tor hat gefehlt, aber okay, Digga. War eigentlich cool. Und du, Hellalboy, willst du einen Schluck? Nein, ich trinke kein Bier, Bro. Okay. Also, du auch nicht, gell? Gruß. Mein Vater sieht das. Papa, tut mir leid. Nur am Wochenende. Tut mir leid, Papa. Nur wenn Bayern spielen, oder? Nur wenn Bayern spielt, geht es. Okay. Hat mich gefreut, danke, das ist Dinger, ach so, das ist alkoholfrei, gell? Das ist alkoholfrei, Papa. 0 zu 0, ein eher langweiliges 0 zu 0, meiner Meinung nach. Obwohl es in der zweiten Halbzeit auch gute Chancen gab. Aber ja, was hat heute das Spiel von euch geprägt, wenn es überhaupt was gab? Ja, ich fand, es wurde schon noch gut nach vorn gespielt. Ich fand halt, nach hinten war in der zweiten Halbzeit ganz schön nachlässig, vor allem Boateng dann.
gegen Nkunku immer Flanke und dann war er weg. Und zum Glück konnte der Werner die Chance nicht nutzen. Ja. Und sonst... Der hätte... Hey, was geht? Der hätte auch gut das 1-0 machen können, Sony. Also, und Müller aber auch auf der anderen Seite. Also beide Seiten hatten eine Chance. Hatte Bayern keinen Bock, sich auf dem ersten Platz wirklich zu etablieren, so richtig? Das war schon ein 6-Punkte-Spiel, meiner Meinung nach. Na, die hatten ja gute Chancen, aber der Ball ist nicht reingegangen. Und keine Ahnung, Gulaschi war auch, ja, gut, aber die haben schon gut die Chancen rausgespielt, aber es hat gefehlt. War man müde vom DFB-Pokalspiel ein bisschen? Ich glaube nicht, nee, nicht? Nee. Weil zum Beispiel Werner, der war auch heute nicht motiviert, meiner Meinung nach, wie ich ihn beobachtet habe. Normal macht er so welche Kisten. Ich meine, einmal vorm Tor, Schick, der hatte auch ein paar Chancen, ja. Der hat ja auch nicht reingemacht. Ich glaube, heute bei beiden lief es nicht so, von den Chancen her. Deswegen 0-0. Es war ja heute Tradition gegen Kommerz. Alle haben euch eigentlich die Daumen gedrückt. Jetzt geht es 0-0 aus, weiter Kopf an Kopf rennen. Ja, wie ärgerlich wird RB Leipzig wahrscheinlich am Ende? Ärger, ich weiß nicht. Dortmund, Bayern und Leipzig werden noch Punkte verlieren. Bayern muss noch in Leverkusen ran, das wird auch schwer, aber wir werden sehen. Als auf wirklich Ränge und Spiel, ja, habe ich gemerkt, die Fans, die haben es abbekommen. Auch die Stimmung war diesmal nicht so, wie ich das gewohnt bin hier bei euch. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ja auch ein Zugereister, wie die Münchner so schön sagen. Okay, von wo? Ich bin eigentlich München-Gladbacher. Alter. Ja. Aber ich komme natürlich... Du bist München-Fan. Bayern-Fan. Ich bin Bayern-Fan, ja, richtig. Ich komme auch zu jedem Spiel. Ich bin aber auch insgeheim auch München-Gladbacher-Fan. Wenn die Münchner hierher kommen, also die Gladbacher herkommen... Bro, aber guck mal, jetzt vor allem hier, wenn du aus Gladbach kommst, wieso bist du nicht Gladbach-Fan? Ich bin insgeheim Gladbach-Fan. Das geht nicht! Auf der anderen Seite muss ich gestehen... Es gibt nur einen Verein. Ich muss gestehen, ich bin, dafür werden mich jetzt alle hier schlagen, nicht so ein ganz gehypter Fußballfan. Ja. Das ist nicht schlimm. Das heißt, eigentlich bin ich immer für die Mannschaft, die am korrektesten spielt. Ja. Wer hat heute korrekt gespielt? Heute, ganz ehrlich, beide Mannschaften haben sich nichts gegeben. Also die ersten 20 bis 30 Minuten haben ganz klar den Bayern gehört. Die haben ein richtig schönes Spiel gemacht, schönes Pressing, haben sehr offensiv gespielt. Haben sich schön bewegt und hätten vielleicht ein bisschen kaltschnäuziger vorne sein müssen. Das war halt heute auch als Gladbach-Fan natürlich Kommerz gegen Tradition, so. Ja, ja, weißt ja, du? Und ja, alle ja, haben ja, euch die Daumen gedrückt, egal ob Bayern-Fan oder nicht. Aber jetzt ist Kommerz weiterhin Platz 2, glaube ich noch, und dicht an den Fersen. Ist das nervig, dass man mit Geld so weit hochkommt oder sagst du, es gehört zum Geschäft? Du, ganz ehrlich, ich meine, der Letzte, der maulen kann, wenn es ums Geld geht, ist doch die FC Bayern, oder? Ich meine, der geldigste Verein in der ganzen Bundesliga und auch bei der Champions League ist der FC Bayern, das muss man einfach so sagen. Und, aber ganz ehrlich, ich sehe da auch nichts Verwerfliches dran, ja? Weil so ist einfach das Game, ja? Spielst du das Spiel gut, bist du halt gut und hast halt das Geld. Spielst du das Spiel nicht gut, hast du kein Geld, ja? Es ist wie bei Monopoly, wenn du dich ärgerst, dass dein Bruder halt Hotels auf der Schlossallee hast. Ja. Ja? Ich meine, hättest du es auch gemacht, so hättest du dich auch nicht geärgert, ja? Das nächste Hotel ist gegen Köln, glaube ich, hast du gesagt, gell? Auswärts Köln. Ja, wir haben auch ein paar Großmannschaften geärgert, jetzt kommt Bayern, auswärts aber 3 Punkte also sicher. Also ganz ehrlich, als geheimer Gladbach-Fan fragst du mich gerade, ob wir gegen die Kölner gewinnen, ne? Ich meine, die Kölner kriegen die Polen. Ey, aber guck mal, es ist heute was Gutes. Sabrina, sei Dank, darfst du das Gladbach-Spiel noch sehen? Live. Ja, aber ja, stimmt, die haben ja heute abgesagt, gell? Genau. Wann ist das Spiel? Bedank dich bei Sabrina jetzt. Sabrina, vielen Dank dafür. Ich meine, Sabine! Sabine, tut mir leid. Vielen Dank dafür. Ist, ja, du hast echt den Twist raus, was Timing angeht. Würdest du Sabina eine Chance geben? Mal kennenlernen oder bist du schon? Nein, also ich bin glücklich vergeben. Ich bin aber glücklich Sabine vergeben. Hätte schon eine Chance verdient. Aber Sabine hätte eine Chance verdient, ja. Auf jeden Fall. Ja. Dank Sabine morgen keine Schule. Ja, eher so ein nüchternes 0-0. Also viele haben sich ja gefreut, dass das heute dann einen kleinen Abstand gibt zu RB Leipzig, die euch weiterhin an den Fersen sitzen. Wäre schön gewesen. Genau. Ja. Aber was hat euch gefehlt heute? Die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Ganz einfach. Erstmal, Leon Goretzka ist heute 90 Minuten lang nicht aufgewacht. Ich weiß nicht, warum er den so spät erst rausgenommen hat. Der hat ja so scheiße gespielt. Ich meine, du stehst 5 Meter vom Tor und der macht den nicht rein. Der muss drin sein. Ich muss dich kurz unterbrechen, aber Kaltschnäuzigkeit auf beiden Seiten. Genau, auf beiden. Leipzig hat ja auch. Also das ist heute 0-0, was eigentlich kein Sieger verdient hat, weil beide, ich meine,
Timo Werner steht, oder Sabitzer steht 5 Meter vom Tor und schießt 2 Meter. Timo Werner auch? Timo Werner genau das Gleiche ist. Für mich freut es, wenn es bei Leipzig passiert, aber bei uns, ich meine, wir haben am Anfang, glaube ich, ich habe es nicht ganz gesehen, aber wir haben so viele Chancen gehabt. Wir hätten in den ersten 15 Minuten mindestens ein Tor machen müssen. So. Haben wir nicht gemacht. Dachte ich, ja, kann doch passieren. Aber dann kam einfach nichts mehr. Diese eine Chance von Goretzka noch. Hat im System was gefehlt oder war man einfach ein bisschen so, ja, waren die Beine schwer vom DFB-Pokalspiel? Ich denke, die Beine waren schwer. Es ging ja überhaupt nichts in Sachen Schnelligkeit. Der Einzige, der Speed reingebracht hat, war eingewechselter Coutinho, weil er eingewechselt wurde, 20 Minuten vor Schluss, Coman und das war's. Und Davis halt wie immer. Yeah. Also, ja, Davis war wieder mega heute, aber sonst, also, yeah. Ja. Wie gefährlich war die Taktik eigentlich, so hoch zu stehen? Sehr, sehr oft kam Nkunku zum Beispiel über Boateng hinten rum oder Werner. Ja, ist es in der Abwehr noch momentan zu langsam mit Boateng? Ich würde nicht sagen, zu langsam für die Bundesliga reicht es nur halt Leipzig, weil es ist jetzt die einzige Mannschaft, wo du ja wirklich diese Gefahr hast, dass die da dir mit 40 km/h weglaufen. Und es war auch wirklich jedes Mal so Ball bekommen, langer Ball nach vorne auf den Nkunku und dann war der fast durch. Aber hat ja zum Glück irgendwie funktioniert. Yeah. Aber trotzdem, Boateng war ja immer gut dran, aber war, also, wie hoch sollst du gegen Leipzig stehen? Das ist halt die Frage. Entweder du lässt die rankommen oder du drückst vorne ran und riskierst einen Konter zu kassieren. Yeah. Eins von beiden. Wir freuen uns aber, dass Coman zurück ist. Das mal schauen, also ob er noch gesund bleibt. Das hoffen wir, beten wir alle drum. Verletzt er sich nicht wieder an zwei. Hoffen wir vielleicht, dass ich nicht. Ja, Kopf an Kopf rennen, aber jetzt, ja, das Ding wird RB Leipzig weiterhin euch nerven und ärgern. Ja. Oder verlieren die noch hier und da wichtige Punkte? Klar werden sie noch verlieren, aber ich glaube, sie werden weiterhin dranbleiben. Es ist eine Top-Mannschaft, muss man sagen. Auch wenn es ein Scheißverein ist, aber sie werden dranbleiben. Ihr habt den 10 Minuten interviewt, ist doch scheißegal, ob da. Guck mal, das ist der Typ, den ich eigentlich nicht mag, der immer hinter der Kamera steht und die Knöpfe drückt. Ich bin der gute Typ. Ich bin ja. Du bist bei Sky unterwegs, oder? Ja, und ich mache dir hier wahrscheinlich Konkurrenz. Ich bin Sky Reporter von Sky Sport News. Okay, wo bist du auswärts unterwegs? Bei welchen Mannschaften? Ich bin. Untere Ligen. Für alle. Also. Ja, nee, untere Ligen. Ja, aber Chemie Leipzig zum Beispiel ist mein Verein. Ja. Ja. Weil die trauen dir wahrscheinlich den ganz großen Job noch nicht so, oder? Nee, die sagen zu mir. Du kriegst den Wischlappen in die Hand und du machst die Toiletten sauber. Mehr darfst du auch nicht. Okay, Digga. Hallo. Guck mal, ich stell dir mal den Seppi vor. Du bist doch der Seppi. Ja, kenn ich doch, der Seppi. Ja, Seppi, jetzt machen wir hier. Das waren noch Zeiten, oder? Ja. Das waren noch Zeiten, wo ich den Seppi hier mit dem Seppi habe. Ich spiel früher Bier getrunken. Echt? Ich glaube, Seppi hat schon einige Bier mit jemandem getrunken, oder? Auf jeden Fall. Ja, Seppi, lass mal einen Satz raus, was heute das war. Das war einfach ein Durcheinander. Oh ja, das trifft gar nichts, oder? Das war ein Durcheinander. Gar nichts. Gar nichts. Aber wir letzte Woche beobachten, also letzte Woche, wir haben den Sieg geholt, wo wir Sieg holen mussten. Ja, aber das ist auch ein Muss. Heute hätte es auch sein müssen. 6-Punkte-Spiel ist das, Sepp. Das ist immer so, muss. Aber wir können halt nicht. Was hat gefehlt? Letztlich Durchschlagskraft. Ja, das stimmt. Aber ihr hättet auch ein Tor kassieren können, oder? Auf jeden Fall. Auch Glück gehabt. Auch Glück, muss man ehrlich sagen, ja. Dann schließen wir das ab. Hier am Ende, Kommerz gegen, Tradition war heute ein bisschen, ne? Ja. Und Kommerz ist ein bisschen euch noch auf den Fersen. Also die nerven ja, euch. Immer, du musst, die Ossis sind immer gefährlich. Die Ossis sind immer gefährlich, ja. Man muss aufpassen. Total. Aber denkst du, das bleibt so bis Ende, dass Leipzig noch euch an den Fersen kleben bleibt? Ja, ich sage mal, bis April ist Ostern. Ja, wie gesagt, der Nikolaus ist kein Osterhasi. Weißt du noch? Ja, das weiß ich. Und die Dortmunder müssen warm sein. Ja gut, die Dortmunder haben gezeigt, gegen Leverkusen auch. Leverkusen, da hast du verloren in Bremen, weil nie verlieren darf. Ist der Favre einfach kein Trainer, der Titel holen kann? Ja, das dauert halt, wie bei Bayern, das dauert, bis die Mannschaft zusammenspielt. Also würdest du den Trainer drin lassen? Ja, auf jeden Fall. Also. Oder damit ihr weiterhin siegt. Wenn wir die Trainer werden, machen wir vielleicht ein wenig anders. Weil das Sprechen, der Kontakt einfach das. Yeah, yeah. Das ist einfach das Know-how. Yeah, yeah. Vielleicht ist hier vielleicht der Trainer, bringt das Know-how nicht so rüber. Wenn ich gestern gesehen habe, in Haaland, bei dem Chance zum irgendwie. Ihr Chance gehabt zum 3-2 oder. Der ist jung und er muss noch viel lernen. Das, du sagst es. Das sage ich, so ist das. Aber Österreich ist nicht Deutschland. Nee, das stimmt. Ist eine andere Liga. Andere Liga, die Operettenliga und das ist ja. Ja, und Köln ist auch eine andere Liga natürlich. Auf jeden Fall. Und da freust du dich wahrscheinlich drauf.
Ich weiß noch nicht, ich muss schauen. Aber in Paderborn bin ich hier zu Hause. Ja. und ja, dann sagen wir einfach nur, cool, dass die Bundesliga weiterhin so spannend bleibt. Kopf ja, logisch, an Kopf ja, logisch. Bis zum Ende und wir schauen dann, wer Meister wird. Auch die Meisterschaft ist endlos. Die Party ist wahrscheinlich schon geplant bei dir, oder? Auf jeden Fall. Okay. Du kommst auch, oder? Ja. Ich und Sepp, wir sagen, ciao, Leute. Jungs, wir sehen uns in Physik. Ja. 11. Juni, bist du da? 11. Juli? 11. Juni. Juni. Ja. Okay, muss gucken. Du guckst mal. Ich gucke mal und sag dir Bescheid. Ja, wenn die Frau nicht fragt, bist du da. Ja, wenn die Frau nicht fragt. Die Frau ist eh nicht da. Die braucht, die braucht. Die braucht mich eh nicht. Ja. Okay. Abschied musst du auch nicht, oder? Ja, Abschied muss ich auf jeden Fall. Der Abschluss muss stimmen. Dann. Abspülen. Abspülen. Ja, nee. Okay, ja, Leute. Wir sagen ciao hier also, von Seppi. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Ja, ciao, ciao.